100 vielleicht mal gemeinsam im Zirkel sauber in der gereinigten Luft. Also du hast jetzt nichts mehr, du kommst jetzt nicht am Pizza und ist doch alles. Alles erledigt, ich habe alles erledigt. Das war mir wichtig, damit das sauber ist. Vor allen Dingen am Samstag ist das Zimmer gereinigt worden. Mhm. Das war auch wichtig, dass man da irgendetwas hinterlässt. Keine Leichenkeller und so. Ja, da war ich. Da war ich nicht, da gehe ich auch nicht hin. Das soll andere tun. Hallo! Also heute ist für mich schon ein wichtiger Tag, ein emotionaler Tag, kann ich sagen. Aber ich sage andererseits auch, ich habe mich entschieden aufzuhören. Und deshalb gebe ich jetzt den Schlüssel gerne weiter, sodass ich hoffe, dass du dann die Geschicke der Stadt Frankenberg weiter gut leiten wirst. Da bin ich mir recht sicher, dass das passieren wird. Wir haben ja im Vorfeld schon einige Dinge abgestimmt. Das ist auch ganz wichtig noch mal zu sagen. Ich habe 100%ig alles übergeben. Das ist ganz einfach, so die wichtigsten Dinge sind abgestimmt worden, sodass ich ganz froh bin, dass wir auch diesen Weg so gewählt haben. Denn ich kenne das in anderen Städten auch das dabei. Und deshalb war es immer sehr wichtig, dass ich da vertrauensvoll umgehe und dass wir das so auch positiv gemeinsam erledigt haben. Aber trotzdem ist Remo dahinter. Ja, stehe ich ganz ehrlich, die letzten drei auch komisch, wenn nicht, oder? Die letzten drei Wochen waren für mich mehr wie emotional. Die waren spannend, die waren mit ja, auf vielen feuchten Augen versehen, auch als ich Donnerstag nochmal in der Stadtverwaltung bin. Ich habe eine Mail geschickt, die habe ich hier auch und in der Mail ja auch geschrieben habe, dass man der Barbara Eckers, der neuen Bürgermeisterin, das tolle verordnet hat. Ich gestehe, ich habe meine ausgelassen in den letzten drei Tagen. Aber das war mir wichtig, also wirst du dann dort finden, weil ich denke, das sind so Zeichen, ob die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die man weitergeben kann, dass man dort die Geschicke zu hat. Wir haben eine ganze Menge getan. In den letzten Jahren sind einige Baustellen offen. Auch da haben wir intensiv hier einzeln auf Carsten Dittmar untergebrochen. Also nur zur Info, auch Carsten Dittmar hat am Wochenende gewonnen. Wir haben uns dann am Karfreitag hier getroffen und haben gesagt, wir haben die gleiche Idee. Nur auch dazu. Denkt ihr, der Kasper, der da durchs Haus. Aber, also ich habe heute Morgen aber das Letzte oben rausgeholt, das darf ich auch dazu sagen, das war diese Kanone, die auf dem Zeitbord stand. Mhm. Die wollte ich aber jetzt nicht symbolisch übergeben, weil das wäre, also es ist auch meine, kann ich gar nicht übergeben, aber ich wollte sie nicht rausholen, so nach dem Motto, bis zum Schluss das Haus verteidigt dabei, das ist Quatsch. Nee, ich freue mich einfach auf die Zeit, die wir sicherlich auch die nächsten Jahre gemeinsam haben werden, denn ich gehe ja Frankenberg nicht verloren. Und freue mich auch, dass wir sicherlich auch den Einsatz der Veranstaltung sehen können und dort in gleicher Art und Weise weitermachen, wie ich gleich sagen, wie du es gemacht hast, dass du gesagt hast, dass du den Bürgermeister nicht besucht. Und so werde ich das sicherlich auch tun, den zweiten Krieg zurück, da wo ich hingehöre. Da freue ich mich einfach, dass es da viel Erfolg mit allem, was mit dem Vorstand. Vielen, vielen Dank. Ja. Emotional kann ich nicht verstehen, weil für mich sind es nur ein Neuanfang, auch ein Abschied. Und es ist beides gehört bei mir. Ne? Die Freude, ne? Bin ich jetzt noch ein bisschen weiter. Aber ein weinendes Auge habe ich natürlich auch. Was überwiegt denn, das Lachende oder das Weinende? Das Lachen. Weil das hat tatsächlich was mit, ja, mit meinen, an einem neuen Abschnitt zu gehen. Das ist natürlich schon mal ein bisschen schmalig. Ich habe ein gutes Gefühl, weil ich hatte selbst mal gesagt, in meinem Leben gab es immer so Abschnitte in 10-Jahres-Rhythmus, 10-11-Jahres-Rhythmus. Und da bin ich guter Dinge, dass es jetzt auch ein guter Abschnitt wird. Und da freue ich mich sehr drauf. Okay. Ja, und war ich jetzt auch gar nicht so viel darauf vorbereitet, Ihnen länger den Ostersonntag. Schreib davon auch nur die Hälfte. Wunderbar. Das hält mir viel. Ob ich was sage oder nicht, das ist alles gut. Ich sehe alle unseren Feiertag. Sie werden ja auch noch öfter zu Wort kommen demnächst. Okay, dann gehe ich jetzt erstmal raus. Das habe ich tatsächlich. Erste gemeinsame haben wir schon zusammengegeben. Darauf bringe ich mich dann einfach als Präsident. Und vorher bin ich da gerne drauf. Und Arbeit. Ich werde es wahrscheinlich morgen was ins Büro stellen, schon still und aber dann am Dienstag ist quasi der erste, wo Sie offiziell die aufschlagen.